Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Planet Nomads. So, jetzt geht's weiter den Berg rauf, haben wir gesagt letztes Mal. Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir da hochkommen, ne? Da hinten ist schön der Mond zu sehen. Oder ist ein Zwillingsplanet? Könnte auch sein, ne? So groß wie der ist, weiß man nicht. Ja, und er quält sich den Berg hoch mit 3 km/h. Ja. Schick sieht das ja aus, ne? So ein Planet am Firmament. Und irgendwann wäre es schön, wenn man irgendwo den Beacon sieht, den wir schon mal gepflanzt haben, als wir damals losgefahren sind, ne? Aber den werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, ne? Oh, jetzt ist das schlechte Wetter weg. Jetzt sehen wir hier dieses andere Gestirn, wo wir jetzt nicht wissen, ob das ein Nachbarplanet ist oder nicht, ne? Gut. Wir driften irgendwie ein bisschen ab, kann das sein. Osten ist da. Interessant, diese Bäume, die so grün leuchten, ne? Sieht krass aus. So, jetzt haben wir den Hügel geschafft, oder? Nein, ist immer noch, geht immer noch hoch wohl. Sieht noch nicht mehr so aus, ne? Ja. Aber wir sollten vielleicht mal hier E muss ich drücken. Gucken. Jetzt irgendwie hier eingesperrt oder was? Wie ist denn jetzt das? Krass, oder? Jetzt habe ich es geschafft, mich hier einzusperren. Naja, wir kommen aber so wieder raus aus der mieslichen Lage. Krass. So, Beacon ist nicht zu sehen. Das bedeutet, ja, wir bauen hier mal gerade einen hin. Dahin. 5 ist die Energiequelle. Und 3 ist die Lichtquelle. Und so da anschließen und da anschließen. Gut. Nee. Nee. Okay. Wie kriege ich das aus der Hand eigentlich ohne? T war das, ne? Genau. So, auf geht's. Es wird schon hell. Ja. Das kriegen wir hoch. Es ist wieder bewölkt. Es fängt gleich an zu regnen. Oder wird es nicht hell und es ist nur vom Wetter her so. Ah, da oben die 2 Bäume. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Krass. Jetzt kommen wir hier an dem Ding nicht vorbei. Ich lenke mal gleich rüber. Weil das schaffen wir nicht, ne? So, fahren wir nicht mehr. Und dann wieder zurück. Tut sich schwer hier hochzufahren, das Ding, ne? Ey, das kann nicht sein, dass ich da noch dran hängen geblieben bin, ne? Krass, oder? So, und dann wieder die Richtung einnehmen. Diese beiden Bäume da oben waren es, aber die Sonne geht auf. Ja.
Tageslicht ist in Beaconsee natürlich etwas schwieriger. Aber vielleicht können wir von da oben gleich was sehen. Obwohl ich glaube nicht, dass wir die Stelle wiederfinden, wo wir da waren. Wir sind einfach zu sehr von Ostkurs abgekommen. Jetzt kommen die Sonnenstrahlen hier rein. Sieht schon cool aus. So. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre eigentlich nicht schlecht hier. So hoch ist. Dauert ewig. Die gleißende Sonne da vor uns. Ist nur die Frage, ob es da auch Sonne heißen würde, ne, auf diesem Planeten. Neues gibt es eigentlich groß gar nichts. Im Forum war eine Möglichkeit, dass man ein, sag schon, seltenes Mineral, war es Mineral, ich weiß nicht, finden konnte oder benennen konnte. Da suchten die einen Namen für. Unnamed Unnamed Nurium oder so ähnlich haben sie es erstmal als Workaround genommen und da suchten sie jetzt einen richtigen Namen für. Mal schauen, wenn man da irgendwie so einen tollen Namen hatte, so einen lustigen Namen hatte, konnte man glaube ich sogar einen Alpha Key gewinnen. So. Jetzt sind wir hier auf dem Berg lang angekommen. Ist hier alles rot. Da ist noch ein Busch, den ich jetzt auch noch nicht glaube gesehen habe. Kann das sein, so ähnlich zu sehen. Ist schon wieder ein anderes Biom vielleicht, ne? Könnte sein. Okay, jetzt sind wir aber glaube ich oben. Geht nämlich schneller. Hier ist alles rot. Jetzt fährt er runter, ein bisschen besser. Ja. Aber da, wo wir waren, angefangen haben, war alles grün, ne? Meine ich. Da gab es keine roten Stellen, ne? Und die Frage, wo das war, ne? Schwierig. Vielleicht hört ihr das Rote ja auch irgendwann auf, oder? Da drüben ist es wieder grün, aber das ist alles hier so mit so ein bisschen Schnee bedeckt. Das sieht schon anders aus, wo wir gestartet sind. Rechts der Baum, der sieht auch cool aus. Schicke Ast, da kann man dann so ein Baumhaus drauf bauen. Ja. Schauen wir mal. Da geht es dann gleich wieder runter. Und am Horizont ist schon wieder der nächste Bergzug zu sehen. Hier oben gibt es ein bisschen Steine. Ein bisschen rüberschwenken, dass wir da nicht mehr kommen. Ja, hier ist es kälter. Und hier ist nichts zu sehen, weit und breit. Schnee bedeckt, anderes Biom. Fährt er schneller? Winterreifen hat er wohl drauf. Viel Profil. 7,3 km/h hier. Die Büsche sind auch anders, glaube ich. Sind in einem anderen Biom gelandet, würde ich sagen. So einen Baum habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Ja, ich bin jetzt ein bisschen vom Kurs im Endeffekt nach Süden abgewichen. Das liegt aber daran, dass wir dann nicht diesen Hügel hier mitnehmen müssen, ne? Dann kommen wir daneben her.
diese Bäume kenne ich auch wieder nicht. Aber es sieht wieder anders aus, ne? Und da sind mehr Steine da vorne. Ja, und schon geht es wieder langsamer, weil es bergauf geht, ne? Da sind Schneeflecken, hier sollen das darstellen, ne? Ja, ich glaube, wir müssen mal gerade um den Stein rumfahren, sonst hängen wir gleich davor. Ach so, ja, wir sollten mal gerade gucken. Können nämlich schon wieder nichts mehr sehen da hinten. Das bedeutet, wir sollten hier was hinbauen. Ich sag's mal, ich stell's hier hin. Strom dahin, Strom dahin, Strom dahin. Gut. Passt. Und ab ins Auto. Oh, kommen wir von hier auch rein. Machen wir doch. Und weiter geht's. Bisschen links halten. Hier sieht's ein bisschen anders aus halt. Fährt aber wieder super langsam das Auto. Tja, wo ist der Turbo? So, da ist Osten. Jetzt geht es ein bisschen ab runter, oder? Täuscht das nur? Ja, ich glaube, es geht bergab etwas. Nicht wirklich. 6,5. Auf jeden Fall keine große Steigerung, sagen wir es mal so. So, dann geht es wieder bergan. Ein paar Bäume sind hier aber mehr. Da hinten sind so Tannen oder sowas so ähnlich. Die meine ich, hätte ich aber da, wo wir zuerst waren, häufiger gesehen. Vielleicht sind wir doch auf dem richtigen Weg. Ja, gut, dass das umfällt, ne? Schon mit berechnet, dass wir es auch wieder nicht schaffen. Ja, Glück gehabt, dass es dann doch noch am Hinterrad klappte. Ja. Jetzt gehen wir uns wieder einen Berg hoch, ne? Weit und breit ist nichts zu sehen, was wir brauchen könnten oder so. Ja. Jetzt geht's stramm in den Berg hoch, glaube ich, oder? Täuscht das. Aber es kommt auch Regen auf. Oh ne, ist gar nicht mehr so stramm. Es ist 5 km/h, wo es jetzt? Na, jetzt geht's doch wieder langsamer. Ja. Merkst du sehen. Wollte gerade sagen, da war was, aber das war ein langer Regentropfen. So, da lang geht's. Ja, gibt's hier irgendwo GPS-Daten, die haben wir vielleicht gebraucht, ne? Ich lenke, lenkt der aber nicht. Nicht animiert. Oh, schneit. Guck an. Cool. Da ist ein Stein, den wollen wir mal aus dem Weg gehen, ne? Ist ja auch schon wieder vom Kurs abgekommen, wie man sieht, ne? Kaum zu glauben. Ich würde jetzt so auf diesen Baum erstmal zuhalten. Da ist auch wieder eine Bergkuppe, ne? 3,4, 3,6, 3,4, 3,3, 3,0. Jetzt geht's noch steiler grad hoch.
Wir driften wieder vom Kurs ab. Weiß nicht, ob auf der einen Seite die Reifen weniger Profile haben, dass wir immer nach links rüberziehen, oder die Spurstangen sind schon krumm. Da geht es ganz schön hoch, den Berg da links. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Der Berg war natürlich gut für einen Skilift und so, wo es hier schneit, ne? So, weiter geht's. Naufi. Ich schätze mal, wenn wir oben sind, können wir auch wieder so einen Beacon hinsetzen. Können wir mal gerade gucken. Das ist er. Ne, das ist er nicht. Oder doch, da ist er. Das war aber jetzt gerade mit der Sonne. Das ist ja ein krasser Effekt, der da war. So, weiter. Hoch geht's los. Also ich wüsste, würde ich sagen, da ist ein Tier, ne? Aber es ist leider keine Lebensform hier in dem Spiel außer mir. Irgendwann gibt es ein Update bestimmt am Anfang dieses Jahres. Und dann kommt da vielleicht das eine oder andere Tier rein. Ich hatte auf der Seite ein Pferd gesehen, glaube ich, oder. Ja, das war so ein Video, da zeigten sie die Mitarbeiter, was die gerade machen und so, und da konnte man ein Pferd sehen. Oder sowas ähnliches wie ein Pferd. Ja. 4. Da oben werden wir noch einen hinmachen, Beacon, glaube ich, oder? Wahrscheinlich sehen wir den anderen da oben auch schon nicht mehr. Oh, jetzt wird sogar noch steiler. 2,6 war da gerade. Okay. Sieht noch genauso steil aus, wir sind aber schneller gewesen, ne? Verwunderlich. Und jetzt da draußen wieder dunkel am Himmel. Zieht wieder Regen auf. Und da hinten geht es wieder noch höher. Es kommt mir vor, als ob wir hier oben sind. Oh, das sieht cool aus am Horizont, das Gelb. Ja, jetzt würde ich mal sagen, steigen wir mal gerade aus. Oh, dachte, wir wären schon weiter. Ist noch ziemlich nah dahin gewesen, ne? So, jetzt ist es flacher. Auf geht's. Jetzt wird's dunkel. Und schneller wird's. Ja. Jetzt sehen wir da am Horizont nichts mehr. Schwarz wie die Nacht alles. Geschwindigkeit war gerade ein bisschen schneller. Aber naja. Ich stelle nochmal aus, drehe mich nochmal um und ich sehe den Beacon noch. Und weiter geht's. So. Jetzt sieht man gerade wieder nichts. So dunkel ist es. Da ist ein Stein im Weg gleich. Komm schon. Wird schneller. Und wieder langsamer.
Sehen wir den Horizont. Ich steige mal gerade aus und gucke. Aha. Ja, dann würde ich aber auch sagen, bauen wir nächste Runde hier unseren nächsten Beacon auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.